fix sei. Herr Minister, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bürgerinnen und Bürger zu Hause. Der Rechnungshof belegt in seinem auf einer FPÖ-Initiative veranlassten Bericht Wohnbau in Wien, dass circa zwei Drittel aller Gemeindewohnungen, das sind über 150.000 Wohnungen in Wien, erhöhten Sanierungsbedarf haben. Die Tageszeitung Presse zitiert in ihrem Artikel Wiens marode Gemeindebauten Expertenschätzungen, dass der Sanierungsstau bei über 5 Milliarden Euro liegt. Was heißt das? Und was kann es nur heißen? Die Wiener SPÖ kann es nicht. Ist wohnpolitisch überfordert. Die Zeiten des goldenen roten Wiens, wo sie Gemeindebauten errichtet haben, sind vorbei. Erhalten können sie leider nicht mehr. Der Gemeindebau und das viel beschworene Erbe des roten Wiens verfallen quasi vor unseren Augen. Das zeigt auch die Causa Kommerzialbank rund um den Sozialbauverbund und die Gesieber. Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Kommerzialbank Mattersburg ist nicht nur ein Bankenskandal, das ist auch ein Skandal der Aufsicht in Wien, Magistratsabteilung 50, und jedenfalls auch ein riesengroßer Skandal über eine Vertuschung. Sonderprüfungen im Wiener Gemeinderat werden einfach abgeschmettert, sobald klingende sozialdemokratische Namen mit burgenländischem Ursprung fallen. Aber das, meine sehr verehrten Damen, es kann es wohl nicht sein, dass wir das Erbe und die Wohnmöglichkeiten im sozial leistbaren Wohnraum in Wien so verspielen. Dabei geht es mir nicht um eine Vorverurteilung, sondern um berechtigte Aufklärungswünsche. Sie hören es zu Hause nicht, im roten Sektor ist ein bisschen was los. Ich freue mich dann, hier am Rednerpult Ihre Gegenausführungen zu hören. Vor allem darum, wenn es darum geht, die Sachen Ihre Verfehlungen im Kommerzialbank-Skandal darzulegen. Was zeigt uns das alle, meine sehr verehrten Damen und Herren? Sie, Frau Bundesminister, der Bund muss seiner Verantwortung nachkommen und das Vermögen der Menschen vor dieser Inkompetenz schützen. Und daher würde ich für eine Aufsicht des Bundes über die Wiener Wohnungsaufsicht bitten. Dankeschön. Eine Aufsicht des Bundes über Wiener Wohnen verwaltet die rund 200.000 Gemeindewohnungen in der Bundeshauptstadt. Das alles fordert der Bautensprecher der FPÖ, Philipp Schrangl.